Ich grüße euch erstmal wieder herzlich willkommen heute mit einer Reaktion zu Shadow of Change. Und diesmal hat sie einen Blogpost rausgehauen zur Mutter aus Tankia. Den möchte ich mir gerne mit euch näher reinziehen. Ja, zuerst mal hier das übliche Blabla. Wir können gerne eine Rückmeldung geben. Ja, gemeint ist hier zu Mutter aus Tankia an sich, nicht zum DLC. Weil über das DLC, da wissen sie ja inzwischen schon, dass der Preis zu hoch ist. Gut, okay, machen wir weiter. Das Ding hat sich ja sowieso erledigt. Zunächst einmal ein bisschen, dann kann man das Lore nennen. Weiß ich jetzt gerade gar nicht, ich würde das jetzt eigentlich gar nicht Lore nennen. Aber in Kislev existiert der Satz, Mutter aus Tankia wird dich bestrafen. Sehr oft. Besonders auch zu Kindern, die unerzogen waren, die jetzt zum Beispiel nicht frühzeitig ins Bett gehen oder so, dann kommt der Satz, Mutter aus Tankia wird dich bestrafen. Ja, denn sie ist nämlich nun mal eine Hexe mit ihren Flüchen. Und jetzt kommen wir zur Mutter aus Tankia an sich. Und hier sehen wir übrigens auch schon, dass sie hier in Nangarond ist. Das konnte man bei Great Book of Quatches übrigens auch schon sehen, dass sie da ist, drüben in Nagaron da. Weil er hatte nämlich ein Video rausgehauen, wo man 500 Runden von der ganzen Kampagne sehen kann. Und er selber hatte sich als Nakai versteckt. Ja, da hat man das dann hier schon gesehen. Und ja, sie kann aber später trotzdem ganz leicht nach Kislev kommen. Ja, aber dazu später mehr. So, Mutter aus Tankia, die hat die Magie. Und die hat die Krallenkrone, mit der kann sie Geschossangriffe abwehren, während sie mit Geisterbär Schaden verursacht. Also damit hat sie Fernkampfschaden, sie hat Geschosse. Und hier heißt es ein ätherisches Bärenprojektil. Und dann heißen sie noch, schließlich erzeugt die Gudias Fähigkeit, eine Pilzwolke des Segens für ihre Verbündeten, diese mit heilenden Sporen überschüttet und ihre Gesundheit, Müdigkeit und Moral wieder auffüllt. Also, Mutter aus Tankia kann nicht nur Flüche machen, sondern sie kann auch Segnungen machen. Dazu kommen wir jetzt gleich. Hier oben seht ihr schon die Mechanik. Und zwar gibt es 5 verbotene Verhexungen. Und diese hier, die muss sie in der Kampagne abschließen. Ihre Mechanik bzw. ihre Währung hier, die heißt Geisteressenz. Und dann heißt es hier, diese neue Ressource kann unter anderem dadurch gewonnen werden, dass Regionen von Korruption befreit werden, Orte mit Zauberwäldern gesichert und gehalten werden und Schlachten gewonnen werden. Und dadurch bekommt ihr dann hier diese Geisteressenz. Und mit Zauberwäldern sind wohl höchstwahrscheinlich diese Waldregion von den Waldelfen gemeint. Jedes Hex, also beziehungsweise jeder Fluch hat seine eigenen Vorteile für das, ich sage jetzt mal, für das Reich von Mutter aus Tankia und ermöglicht es, die Armeen zwischen magischen Wäldern zu teleportieren. So kann sie nach Kislev kommen zum Beispiel. Eine Region in der Korruption zu befreien oder feindliche Siedlungen zu verzaubern. Also sie kann die ganze Siedlungen kann sie verfluchen. Und wie gesagt, also sie kann hier mit Teleportern auch zurück nach Kislev kommen. Ich habe mir irgendwie sowas schon gedacht. Ich habe das ja hier in meinem anderen Video schon mal erwähnt, dass sie wahrscheinlich in diesen magischen Waldregionen irgendwie was machen kann und dass sie sich teleportieren kann. Das habe ich irgendwie schon so geahnt und irgendwie, ja, es ist eine Freude zu sehen, dass ich damit recht hatte. Jede Verhexung erhält man durch Sieg im Kampf und muss zunächst einzeln gewirkt werden. Sobald jedoch alle gewirkt wurden, können sie sich vereinen, um eine letzte Verhexung auszulösen, die so schrecklich ist, dass sie mit einem einzigen Schlag ein ganzes Volk lahmlegen kann. Ja, das ist hier natürlich so der Plus-Overkill,
den sie dann irgendwann machen kann. Also das kann sie jetzt bestimmt nicht ganz am Anfang machen, das wäre ja viel zu krass. Und dazu muss sie natürlich jede Menge Gegenstände sammeln, wie man hier sieht. Na, durch diese ganzen Schmuckgegenstände und so weiter kann sie dann hier eben Segnungen und Flüche aussprechen. Das Ganze erinnert mich ja so ein bisschen an die Mechanik von Guam den Fettsack mit seinem Kessel, wo man ja auch die Sachen zusammenpacken muss und dann bekommt man hier so einen Buff. Ist eigentlich hier im Grunde dasselbe, nur eben halt vom Design her anders, ne? Und dass man hier eben halt ein ganzes Volk lahmlegen kann, wenn man genug Sachen dafür hat. Wir sehen hier ja auch nicht nur zwei Slots, wir sehen hier auch vier Slots. Also der eine hier dort, der ist verdeckt. Also man kann auch Sachen mit vier Gegenständen machen. So, dann kommen wir zu dieser Hexenhütte hier jetzt nochmal ins Detail. Und zwar beide Formen von Beschwörungsformeln werden durch das Sammeln von überall auf der Welt gefundenen Schmuckstücken hergestellt, die dann in der Hexenhütte kombiniert werden. Abhängig von den Gegenständen, die ihr zur Verfügung stehen, können mehrere Segnungen oder Flüche gleichzeitig heraufbeschworen werden, um sie zum richtigen Zeitpunkt einzusetzen. Also könnt so viele Segnungen und Flüche machen, wie ihr wollt, gleichzeitig. Flüche zielen jedoch nur darauf ab, den Feind zu schädigen und können auf die gegnerischen Charaktere und Einheiten auf dem Schlachtfeld losgelassen werden. Beide Arten von Beschwörungen können im Bildschirm vor dem Kampf zugewiesen werden. Also immer wenn es eine Schlacht gibt, dann kann man Segnungen und Flüche hinzufügen. So, dann gibt es diese Hexen hier noch. Die haben drei verschiedene Magielernen. Und ich wundert es gerade, dass hier diese Hexen, ja, die wird es ja geben. Und hier sind dann ja auch nochmal drei Einheiten. Und die Wigwams of Wayne, die sind hier gerade nicht mit dabei. Also so ganz auf der Shopseite haben sie dann wohl auch nicht alles eingegeben, angegeben. Weil diese Hexen hier zum Beispiel, die sind ja gar nicht bei den normalen Einheiten mit inbegriffen. Wir sehen hier, es sind ja drei. Die kommen dann noch mit dazu. Also irgendwie haben die ihre Shopseite nicht. Da steht nicht alles drin. So, nichtsdestotrotz, es gibt drei verschiedene Hexen zum Anwerben für Kislev mit diesem DLC, wenn ihr das habt. Die Hagwitches, eine neue Heldin mit drei verschiedenen Varianten in den Sagen Tod, Schatten und Bestien, fungiert als Zauberin im gleichen Sinne wie ihre legendären Aufseherin, obwohl sie auch über ihre eigenen Tricks verfügen. Mit der aktiven Fähigkeit Guldonia-Geist kann die Vettelhexe Lehre der Bestien ein ätherisches Wesen im Wald beschwören, um ihre Befehle auszuführen. Ja, wir wissen ja, dass mit der Lehre der Bestien, dass man da so eine Kreatur erschaffen kann, ist bei Volk zu Volk anders. Ne? Die Karsteins machen zum Beispiel ein anderes. Sie können zum Beispiel einen Varuf beschwören und die aus dem Imperium, die beschwören einen Manticore. Und die jetzt bei Kislev, die Hexe, die. Das haben sie ja nicht verraten, was man da beschwören kann. Ein ätherisches Wesen im Wald. Mehr dazu weiter unten. Vielleicht meinen sie diesen hier. Dann gibt es noch eine Hexe mit der Lehre der Schatten. Und die haben Zugriff auf Urzea Forsaing. Oder man nimmt diese Wörter von Games Workshop. Forsaing. Ein Einzelfluch, der die Rüstung und Geschossresistenz eines Feindes verringert und ihn so zur Beute macht. Sehr gut gegen große Monster oder gegen Charaktere. Und dann gibt es noch, darüber hinaus kann die Hexe mit der Todeslehre eine aktive Fähigkeit Snakayas Schutz
ihre Verbündeten mit einer Verbesserung der Abwehrwürfe segnen. Also wahrscheinlich Nahkampfabwehr. Ah, das sind diese drei verschiedenen Hexen. Die gibt es ebenfalls, wenn ihr das DLC habt für Kislev. Dann kommen wir zu den Akshina-Hinterhaltern, die hier übrigens sehr komisch übersetzt sind. Aber gut, sie haben das Attribut Schleicher und Vorhutaufstellung. Sie machen panzerbrechenden Schaden mit ihren Pfeilen und sind sehr genau auf große Entfernungen. Also es sind so die Schlachtfeldattentäter, die Guerillakrieger von Kislev. Die bekommen wir hier eben mit dem DLC dazu. Und dann ebenfalls inkarnatives Elemental der Tiere. Diese sind unzerbrechlich, also unerschütterlich. Die fliehen nicht. Und hier steht jetzt auch nochmal auf Englisch mit der Incarnate. Auf Doom, ach nee, das ist ihre Fähigkeit. Mit der Incarnate Flock of Doom strahlt das Biest passiv einen schädlichen AOE aus, der der Kreatur folgt, wohin sie auch geht. Also ein Fluch um ihn herum. Gepaart mit einem hohen Schadensausstoß und einer Geschwindigkeit ist dieses Biest eine Infanterievernichtungsmaschine. Den gibt es, glaube ich, auch für die Tiermenschen. Aber sicher bin ich mir da jetzt gerade nicht. Ich glaube, ich habe irgendwo ein Video gesehen, da hat jemand gezeigt, dass diese und die Sangors auch für die Tiermenschen hinzukommen. Ich glaube, das war bei Great Book of Quatches. Dann kommen wir zu den nächsten Einheiten. Die Dinge im Wald. Ja, da dachte ich erst, hey, ist das irgendwie falsch übersetzt, aber die heißen Things in the Woods. Also, das ist richtig übersetzt. Und bei denen steht, mit der Macht eines infanterieschmelzenden Kraftpakets verschlingen die Things of the Woods Frontlinien, wenn sie nicht kontrolliert werden, und reißen Normalsterbliche mit ihren gezackten Zähnen und Klauen in zwei Teile. Es hat jedoch eine klare Schwäche. Es erliegt schnell der Bedrohung durch Pfeile und Schüsse. Die Dinge im Wald können nicht lange draußen bleiben. Auch der letzte Satz erklärt, warum sie anfällig sind für Geschosse. Gut, ja, das sind diese drei Einheiten, die Regiments of Wayne, und die hat man jetzt hier nicht gezeigt. Hat man aber, glaube ich, in den anderen davor auch nicht, oder? War das nur teilweise? Ich glaube, das war teilweise. Ja, was kommt als nächstes? Ich denke mal, als nächstes werden wir ja jetzt morgen wieder ein Showcase zu sehen bekommen auf YouTube. Da werden wir der Mutter aus Tankia live in Aktion erleben. Und Update 4.0 mit den Patch-Notizen kommt am 30. August raus. Ist aber noch lange hin. Ich hoffe, dazwischen zeigen sie noch ein bisschen was anderes aus dem Patch. Gut, ja, das war's. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr Mutter aus Tankia und ihre Mechaniken findet. Oder auch, wie ihr die Einheiten findet. Ich finde, das klingt alles sehr stimmig. Sie scheint hier oben in Nagaron zu spawnen. Da bin ich ja nicht weit weg vom Jade-Drachen. Und ja, schreibt es gerne in die Kommentare. Würde mich über ein Abo freuen, und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video oder im Livestream.